Stelle geblendet. Unser Hotel ist eigentlich richtig brutal. Aber aus irgendeinem Grund liegt hier ein Beutel voll Scheiße. Hallo Deutschlandkameraden, heute erste Rennen Drift Masters. Wie ihr in Rustag sein Video gesehen habt, gab es schon große Piste jetzt. Heute ist Falak mit euch und zeigt euch ein bisschen hinter den Kulissen lernen. Das wird kein Dokumentarfilm, sondern wir zeigen euch unzensiert, was hier überall so abgeht. Gestern war ein harter Tag, deswegen gut war erstmal nur Wasser. Österreich, Blatt hat Palak vergessen zu sagen. Der Rusak macht Config Monfig, damit ihr bis jetzt geile Aufnahmen bekommt. Fliegt die nicht ab. Ruhe. Hipki, ihr wisst, was bei Hipki passiert ist. Komplette Pistiez. Haben wohl Schraube gesucht. Wir fragen mal, ob die geschlafen haben. Dzień dobry. Wiele się spali. Taką godzina? Trzy on jedną. No i leci, wszystko dobrze. To się okaże. No kurwa. Zajebiście! Habt ihr gesehen, Kurwa? Wird nicht geschlafen. Aufgeben. Keine Option, Blatt, okay? Lief zwar ein bisschen wie Sacknüsse, aber scheint okay zu sein. Dieser Debil Rusak erklärt euch nichts. Deswegen seid gewiss, Palak erklärt euch ein wenig, was hier Kurwa so abgeht und wie das Ganze hier überhaupt abläuft. Drecke, Merke, was ist schwierig, wo würde Palak verkacken? Alles in diesem Video. Es ist soweit. Adam, Kurwa, du hast Diskotheka verpasst. Ja, gestern war Disco. Komplette Eskalation. Aber nur Kinder, aber Rusak hat gefallen. Ja, das glaube ich dir. Ihr habt Reifenwaffe von Palak und Rusak gesehen. Die Jungs von Erpetus sind auch da. Und wie immer, mit Palak und Rusak kriegt ihr immer Spezialangebote. Und ihr kennt Code Drifting Nele 10%. Die haben gesagt, wenn ihr nicht kauft, haben wir ein Problem. Also bitte, danke. Ding, gehst du ins Gebirge oder was? Ey, was ist bei dir los? Bist du Wanderer? Ist Österreich. Hier wird auf den letzten Drückerkurve repariert. Oh, Pizdiez. Das sieht nach großer Pizdiez aus. Und wie ihr seht, Ostblock Engineering gibt es sogar bei Driftmasters. Good construction, good. Thank you. Ob ihr das so geil fand, dass ich das gefilmt habe? Aber ihr wisst, Pohui, bei uns kriegt ihr alles unzensiert mit. Wie Wahrheit hier ist. Blöd, Pizdiez. Jetzt wird die Lage ernst. Klimaanlage kaputt. Kurwa! Seht ihr das? Vollgas, Blatt. Durchgehend. Malake weiß, wie geht. Oh, das ist, ich bin gut. Einer geht mindestens weg, aber ich glaube, das sind über 91. Rusak hat gewettet, ab 90 kriegt er ein Gentleman Jack, über 90 kriegt er zwei. Ja, Rusak verschenkt Blatt Palak seinen Hustensatz. Was soll ich euch also sagen? 94, Blatt. Minus zwei Dosen wegen dir, Blatt. So. Paparazzi, Blatt. Da hinten sitzt ein Paparazzi, ey. Kamerad, komm vorbei, Blatt. Kameraden, Palak blendet euch jetzt die Strecke ein. Das wichtigste Blatt ist dieser Abschnitt hier. Du musst Kurve einleiten, Vollgas. Der leitet ein und ab jetzt Vollgas. Vollgas. Wenn du da loopst, bis jetzt zum Punktabzug. Und jetzt laufen wir da hinten weiter und ich zeige euch die ganze Hunja hier. Habt
Habt ihr gesehen? Ganzen Bereich Vollgas, erste Kurve, hier wird verzögert. Wenn dein Reifen scheiße ist, dann komplette bis jetzt. Und es gibt BMW, da hörst du am Motorblatt, dass der kämpft. Grip und Newtonmeter kämpfen gegenseitig. Hallo. Neutra. Natürlich kannst du hier rutschen, aber bis jetzt am Ende rutschst du hier rein. Usak hat gesagt, wir brauchen mehr Newtonmeter. Ich habe gesagt, wir machen einfach rutschiger und Palak riskiert. Weil ihr wisst, manchmal geht gut. Wichtigste hier ist kein Beton. Also Usak, das wird gut gehen. Und das Krasse ist, dort mit Vollspeed, kurz lupfen. Wieder Vollgas und jetzt Blatt. 90 Grad Blatt. Um die Ecke. Und wenn du verkackt scheiß Reifen hast, diese Betonmauer macht komplette Piste. Und jetzt, Kurva, spoiler ich euch. 17.09. Jetzt Silvia, hier bewegt Kurva. Vor dieser Betonmauer hat Palak ein bisschen Respekt, weil ihr wisst, Beton zieht Silvia an. Jetzt ist Pause. Könnt euch das Fahrerlager zeigen, aber ich habe keinen Bock. Palak hat in der Pause noch was vor sich, ihr wisst. Guckt euch an, Blatt. So sieht Winters aus. Für jede Strecke andere Übersetzung. Er hat den Masterplan überlegt, was da hinten reinkommt. Oh, sorry. Habt ihr gesehen, Palak wieder bis jetzt im Weg rumgestanden. Müsst ihr immer aufpassen. Immer Augen und Ohren offen halten und Abstand halten. So wie die Kameraden. Weil Rennmodus, das ist kein Spaß. Wenn Palak und Rusak im Rennmodus sind, dann am besten Abstand halten. Ach so, andere Übersetzung, weil für jede Strecke musst du anpassen. Das ist nicht so, dass du ein Automobil hast und du kannst überall fahren. Das ist nicht so blöd. Natürlich kannst du irgendwie fahren, aber wenn du vorne mitfahren willst, musst du perfekte Übersetzung machen. Dreimal dürft ihr raten, ob Palak und Rusak so ein geiles Differential haben. Kurva, Kameraden, Palak hat hier Sticker hingelegt für euch alle. Alle weg. Ihr Bart. Mike, sag was. Das sind Besucherzahlen, oder? Guck dir an, was hier los ist. Bewegung. Nimm das Ding weg. Ist authentisch, Blatt. Nimm das Ding weg. Pole, nimm das Ding weg. Hier ist unzensiert. So, ging ganz leicht. Gut, weil ich hab vergessen, Infield blenden wir euch Szenen ein, wie die da langballern, okay? Das Schwierigste ist eh der Anfang, würde ich sagen, aber vielleicht Palak auch keine Ahnung. Sehen wir alles am 17.09., wie sich Palak schlägt. Guckt euch Kurva diese Bewegung hier an. Wo ist diese Oh, guck, Carola. Okay, es eskaliert gerade. Der Kamerad hat Hust und Wach vorbeigebracht. Der Kamerad hat Blatt, was ist das? Sochi. Okay. Poster. Du sagst und du weißt schon, der hat mir das gegeben. Aber ist geil, Alter. Guck. Der Kamerad bringt ja, auch, und wird direkt weitergegeben. Du bleibst jetzt hier. Heutiger Gewinner von Drift Masters ist Arthur Schnellonek. Schnellonek ist Erster. Booyah! Sei froh, dass das der Björn nicht gesehen hat. Kennt ihr das in Germanien? Wenn du auf Tribüne gehst bei Drift Event, alles Platz übst, überall frei. Guckt euch bis jetzt das hier an. Eine neue Reihe aufgemacht. Palak ist stolz auf dich, Clemens. Was? Ja. Du kennst Palak nicht, Blatt. Überpunkt, Alter, mach cool. Palak ist mein bester Mann, gell? Bester Mann ever. So macht man Marketing, Blatt. Hast du gesehen? Ich hab Konfig gewechselt, Kameraden, weil diese Hitze bis jetzt. Ich weiß nicht, wie die armen Fahrer klarkommen. Es ist so heiß. Das ist schon kranke Bewegung, Alter.
Alter, da drin zu sitzen, beneide ich jetzt nicht. Kameraden, und Battle ist noch schwerer. Wir springen jetzt zu Shanahan ins Automobil. Es gab Kontakt. Und wie ihr seht, selben Platten wie Palak und Rusak. Oh, Kurva. Aufenthaltsgenehmigung, Spurstange abgelaufen. Ersatzteil dabei, wird schnell gewechselt, mit Platten schnell vermessen und weiter geht. Dali ci miaszczuki. Sa podium widzieć. Zrobić. Dobrze. Rusak, neues Crewmitglied. Übergelaufen. Kamerad, was sagt ihr? Normal machen die immer mit Wasser, 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 aber die haben so einen riesen Lüfter. Schaut es an, guck, wie die das machen. Was denkt ihr ist effektiver? Und in so Momenten, Kameraden, wenn jemals Palak und Rusak in diesem Modus sind, natürlich nicht mit 30.000 Mann wie die gerade, weil wir sind nur zu zweit, heißt es in dem Moment Abstand halten. Jetzt springen wir mal auf Rusak seine Kamera. Little bit Jack inside. Better. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Panik bricht aus. Und er kann von oben durchs Rathaus, weil er keine Verkleidung hat, kommt er an die Spurstange und kann verstellen. Das ist eigentlich Verkleidung, wofür, Blair? Das ist für sowas praktisch. Diese ganze Chuinja schmeißen wir alles weg, diese Schwulverkleidung. So wie die Driftmasters, weil man muss die Autos so bauen, dass du über... Guck mal, die sind alle zugänglich, überall zugänglich. Alles offen. Wow! Shit, Alter! Ja, hier auch. Hier, Kameraden, seht ihr es. Achsvermessung, da unten kommst du. Panik, Panik, Panik. Gib mir den Horse, gib mir den Horse! Von jetzt auf nachher fängt die Hektik an. 5 Minuten, Rick. Driftmasters ist da, mit Kamera. Und irgendwo muss auch die Uhr sein. Oh, bis jetzt. Oh. Die haben keine Felge mehr. Ich will, dass uns das nie passiert. Hey, mach Gas, gib Gas! Eight and a half. Eight and a half. It's the sand. Leon! No, finish him! No, one good. No. Simon. Thank you. No problem. Scheiße. 2 Minuten, Kameraden, Blatt, und 3 hat er noch. Bis jetzt sind wir ja noch Ding. Ich hab so Ding, der Vater, also herrscht Ordnung gleich. Ist nicht wie bei euch mit Regenbogenbinde, Blatt, hier ist andere Bewegung. Ich gebe euch 50 Euro, wenn ihr in so einer Situation mal frage, Entschuldigung, wo ist die Toilette hier? Aber zum Vater bitte. Jeder Fahrerkurve kommt jeder mit einer Felge und versucht nur, dass die irgendwie fahren können. Guckt euch an, hier wird immer voller. Red Bull will jetzt noch ein Interview. Wenn wir zu zweit sind, wie sollen wir das machen? Ruhe. Wie soll das gehen? Wir sind nur zu zweit. Das alles, was hier 5 Männer machen, muss eigentlich Rusak alleine machen. Weil Fahrer Jack sitzt schon drin, wartet einfach nur, bis alles fertig ist und los. Hier. An einem verdammten Ventileindreher hat es gelegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und du hast gerettet, irgendwie so halber, gell? Blatt. Jede Dramafilm ist ein Scheiß dagegen. Okay, los geht's. Stopp, stopp! Der Vater ist durcheskaliert, Alter! Dass er dann niemanden geklatscht hat, war alles!
Ist das jetzt Vize gegen Shannon? Ja. Habt ihr das Rad vorne links gesehen? Aus 5 verschiedenen Schrauben zusammengebaut, Alter. Und direkt Blatt weitergehen. Leistung des Todes und fährt auch noch dazu mit Lachgas, damit hier die Todesleistung nochmal mit einer Todesleistung addiert wird. Und wer hat wieder gewonnen? Richtig, Palacke. Mike, guck mal nach rechts bitte. Achso, zieh die Brille aus. So sieht ein echter Gopnik aus, Alter. Wir sind wieder da. Ist nicht komplett noch halb. Der muss auch anstoßen, dieser Fisch, dass sie sehen, Alter. Daran seht ihr, dass mit Palak irgendwas nicht stimmt. Wenn er so niedrige Oktanzahl fährt, ist definitiv am Motor am Klopfen, Alter. Aber so heftig, Alter. Kenny, du hast zu wenig gesagt in diesem YouTube-Video. Sag mal was. Prost, Kameraden. Prost, Prost. Wie immer warte ich auf dich. Die haben uns eingeschlossen. Feueralarm, oder? Pass auf, Auspuff, bis jetzt, Balak. Mitten ins Nacht, wie immer. Eigentlich hätte man schlafen sollen, aber so ist das. Schlafen wird schießen. Bis jetzt. Ist das dieses Samsonas oder was? Wir bauen jetzt aus diesem Auto diese Hunya um. Kameraden, so sieht Pizza aus. Was machen die für Ostblock-Kriegsblatt? Hallo. Dann gehen wir Disco. Ein bisschen schmierig, ne? Du wolltest doch immer dieses Ding, Getriebe. Das ist doch dieses besondere Simpson. Fällt keinem auf, ich ist einfach mega. Keiner guckt. Kameraden, wie ihr seht, bis jetzt mit dem ist wirklich was passiert. Zeig den Leuten, was du für eine Hunya-Blatt trinkst bis jetzt. Deswegen bist du Veganer geworden. Guck mal, mit Palak stimmt was nicht, Alter. Den muss man nochmal neu kalibrieren. Alle sagen immer Palak und du sagst säuft. So sieht Wahrheit aus. So sieht Wahrheit aus. Ich frage mich, ob die alle für mich sind. Das endet böse. Nur Palak und Osak können trinken, fahren und schrauben. Meine Hand, guck, das ist die Folge davon. Suchst du Empfang? Zutritt nur für testete Personen, geimpfte Personen, genesene Personen. Alle drei Eigenschaften treffen auf Palak und Rosak zu. Bis jetzt, Alter, um die Uhrzeit würde ich jetzt schlafen an deren Stelle. Guck doch mal, was da liegt, Alter. Denkst du, wir sind jetzt im Spaß? Vor allem Kameraden, Alter, es fasziniert mich einfach. So, als ob die lachen da drin, stehen da gemütlich. Als ob das ganz normal wäre, bleibt um 11:30 nachts. Und die müssen um 7 Uhr ist Briefing, dies, das. Ja. Was ist mit dir los? Ey, was denkst du da für eine Scheiße, Alter? Hast du jetzt abgezapft da unten, oder was? Oh, war mal lauter, ey!